Was meinst du, sind meine drei Zutaten für ein richtig fettes Drumfill? Ich sag's dir. Lineare Hand- und Fußkombination, Dreiergruppe und ein Backbeat, der erhalten bleibt. Wie das funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Das gerade angepriesene Drumfill ist ein sogenanntes Backbeat-Fill. Backbeat-Fill meint, du spielst einen Drumfill und innerhalb dieses Drumfills ist der Backbeat, den du vorher auch im Groove etabliert hast, enthalten. Bei, ich sag mal, weiß ich nicht, 70, 80, 90% von Pop- und Rockmusik ist das in der Regel die Zählzeit 2 und 4 und du spielst auch in der Regel auf der Snare. Das heißt, wenn du deinen Drumfill so organisierst, dass du auf der Zählzeit 2 und 4 trotzdem Backbeat hast, dann spricht man von einem Backbeat-Fill. Der Grund, warum man das zwischendurch mal ganz gern spielt, ist im Grunde genommen ganz einfach. Wenn du einen Drumfill spielst, wo der Backbeat nicht drin ist, dann erzeugst du einen relativ großen Bruch des Grooves. Also du spielst irgendwie in 2 und 4. Und es gibt immer wieder mal, wenn du einen Song spielst, so das Bedürfnis, irgendwie einen Fill zu spielen, aber den Bruch zwischen Groove und Fill, dass der nicht zu stark wird. Und das kannst du sehr, sehr, sehr gut mit einem Backbeat-Fill erzeugen. Das Fill, was ich dir heute zeige, zeige ich dir in zwei Varianten. Einmal als halbtaktige Variante und einmal als ganztaktige. Bevor wir jetzt in das Fill konkret reingehen, zeige ich dir einmal kurz die Basis. Und die Basis ist die Hand- und Fußkombination rechts, links, Bassdrum. Also rechts, links, Bassdrum. Wichtig ist, dass rechts-links-Bassdrum in gleichmäßigen Abständen gespielt werden. Was wir also nicht wollen, ist Folgendes. Sondern wie gerade schon im Intro vorweggenommen, basiert das Backbeat-Fill, was ich dir hier zeige, auf einer Dreiergruppe. Und der Kontext, in dem wir das jetzt anwenden, ist wie der Binär, das heißt, es verschiebt sich. Ich schalte jetzt einmal das Metronom ein und spiele die Figur rechte Hand, linke Hand, Bassdrum mit dem Metronom und mache einen Stopp auf der 4 und starte dann die Figur wieder neu zum nächsten Taktbeginn, damit du mal einmal den rhythmischen Kontext klar hast. Das ist der rhythmische Kontext, auf dem dieses Backbeat-Fill basiert. Damit das jetzt ein richtiges Fill wird, brauchen wir natürlich noch eine Orchestrierung, weil wenn du alle Schläge auf der Snare spielst, dann sticht der Backbeat als solcher gar nicht mehr so stark heraus. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich nur auf der 2 und auf der 4 eine Snare haben und der Rest wird jetzt halt auf die Toms oder auf die Haie zum Beispiel orchestriert. Der Einfachheit halber mache ich es jetzt erstmal so, ich packe alle Schläge als Standard auf das erste Hängetom und nur die Backbeats auf die 2 und auf die 4. Und da gibt es jetzt schon eine Besonderheit bei dieser Figur. Ich mache das jetzt gleich nochmal im gleichen Tempo. Erstmal noch ohne die Groove-Kombination. Den ersten Backbeat, der landet auf der linken Hand. Und der zweite Backbeat auf der 4, der landet auf der rechten Hand. Jetzt habe ich gerade in der Vorübung gesagt, ich mache mal einen Stopp auf der Zählzeit 4, dann haben wir so ein bisschen Platz für den rhythmischen Kontext. Natürlich passt da jetzt noch eine weitere Dreiergruppe hin und dann bleibt ein Schlag übrig und den fülle ich jetzt auch auf. Das heißt, ich mache auf der 4 auch noch die Dreiergruppe und dann mache ich, das ist meine persönliche Besonderheit, auf der 4., also letzte 16. des Taktes, den spiele ich mit links.
Wobei der eigentlich mit rechts gespielt werden würde, wenn ich jetzt starr an diesem Handsatz kleben würde. Das ist für mich aber meistens angenehmer, weil ich meistens sowieso die Synkopen, wenn ich jetzt nicht so einen festgelegten Handsatz habe, mit der linken Hand spiele. Und dann habe ich die rechte Hand frei, um danach zu crashen. Ich spiele jetzt mal einen Takt Groove und dann einen Takt das ganz taktige Fill. Und ja, spiele es jetzt durchgängig ohne diesen Stopp auf der 4. Wie gerade gesagt, du hast natürlich die Auswahlmöglichkeit, die letzte Note regelkonform auch mit der rechten Hand zu spielen. Dann nimmst du, wenn du einen Crash-Akzent spielst, nimmst du die linke Hand fürs Crash. Das funktioniert auch. Ist eine Geschmacksfrage und zwischendurch natürlich auch eine Frage, wie orchestrierst du das gerade an deinem Drumkit? Also will sagen, wenn ich irgendwo hier bin, dann nehme ich wahrscheinlich auch eher die rechte Hand und crash dann mit links, damit ich wieder quasi hier hinkomme, wenn ich den Crash-Becken-Akzent spiele. Jetzt fehlen im Grunde genommen noch zwei Aspekte, damit das auch wirklich anfängt zu bocken. Ein Aspekt ist eine spannendere Orchestrierung und der zweite Aspekt ist natürlich auch ein bisschen das Tempo. Weiß ich nicht, bei 60 BPM würde ich eher nicht diese Art von Fill spielen, da würde ich eher andere Sachen spielen. Interessant werden diese Art von Fills, ich sag mal, das fängt vielleicht an so bei 90 BPM und dann je nach musikalischem Kontext und natürlich auch der Fähigkeiten, die man schon so hat in Sachen Koordination und Mikrotime, ja, weiß ich nicht, 120, 130, 140, vielleicht auch 160. I don't know, ist halt total abhängig ja, vom eigenen Spiellevel. Aber so ab, ja, ich würde sagen, ab 90 BPM klingen Dinger schon richtig cool. Ich mache dir das jetzt erst nochmal einmal vor in dieser statischen Orchestrierung mit einem etwas höheren Tempo. Und ja, dann gibt es gleich noch ein bisschen Inspiration für ein bisschen spannendere Orchestrierung. One, two, three. Mit dem höheren Tempo merkst du schon, jetzt fängt es an wirklich spannend zu klingen. Der andere Aspekt, den ich gerade schon erwähnt habe, ist natürlich Orchestrierung. Also ich habe das jetzt erstmal statisch gemacht, dass du das noch gut nachvollziehen kannst. Jetzt fange ich an, die Orchestrierung ein bisschen zu öffnen. Und eine Orchestrierung, die ich sehr, sehr gerne benutze, ist so eine Art Split-System. Das heißt, meine linke Hand bleibt bis auf den Backbeat stationär auf der Hi-Hat. Also linke Hand bleibt immer hier, außer für den einen Backbeat. Und die rechte Hand geht jetzt mal so über die Toms hin und her oder bleibt mal auf einem Tom. Genau, das finde ich ist ein mega, mega cooler Sound. Und ja, das mache ich dir mal einmal vor. One, two, three. Da geht richtig die Sonne auf, oder? Bisschen Orchestrierung, bisschen höheres Tempo und ja, das Ding klingt sofort nach einem richtig amtlichen Apparat. Ein Aspekt, den ich bewusst außen vor gelassen habe, ist die Dynamik, weil die Figur als solche schon relativ komplex daherkommt mit dieser Verschiebung und dass der Backbeat dann auch noch die Hand wechselt. Wenn du aber schon ein Stückchen weiter bist, habe ich hier noch einen kleinen, ja, wie sagt man, Golden Nugget für dich, was auch super funktioniert ist, wenn du die linke Hand stationär auf der Snare lässt und die linke Hand dann aber Ghost Notes spielt, bis auf den Backbeat, den sie laut spielt. Ja. Da kommen auch mega, mega gute Fills bei raus, die einfach fantastisch klingen. Apropos Versprechen. Ich hatte am Anfang des Videos erwähnt, dass ich dir zwei Arten zeige, dieses Fill zu spielen. Einmal über den ganzen Takt und einmal über den halben Takt. Alle Fills, die ich jetzt gerade gespielt habe, waren ganz taktig. Und jetzt wende ich das gleiche Prinzip nochmal ganz genauso an, aber fange nicht auf der Zählzeit 1 an, sondern auf der Zählzeit 3, also zur Taktmitte. Dann hast du nur ein Backbeat in dem Fill und der wird dann mit der linken Hand gespielt. One. One.
Du siehst, das exakt das gleiche Prinzip, halt nur die halbe Länge, deswegen der Backbeat mit links auf der Zählzeit 4. Und damit du das einigermaßen gut nachvollziehen konntest, habe ich bewusst mal die Orchestrierung nur auf dem Hängetom gelassen, so wie ich das am Anfang auch einmal demonstriert habe. Ich schiebe jetzt nochmal ein bisschen das Tempo hoch und öffne auch nochmal ein bisschen die Orchestrierung, damit du ja einen Eindruck bekommst, wie das dann in der Anwendung klingt. 1, 2, 3, 4, 1. Klingt fett, oder? Ich habe jetzt gerade beim Spielen gemerkt, dass mir diese Dynamikkiste, die ich vorher so ein bisschen angeteasert hatte mit den Ghost Notes und der linken Hand, dass mir gerade beim Spielen so ein bisschen rausgerutscht. Jetzt hast du halt ein Videobeispiel noch bekommen, wo das auch vorkommt. Schaden wird es auf jeden Fall nicht, denke ich. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und konntest ein bisschen was mitnehmen beim Gucken des Videos. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abo. Und wenn du die Noten zu den Übungen hier haben möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall auch ein Download-Link. Ich würde sagen, ich bin raus und möge der Groove mit dir sein.